Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem VR-Experiment. Einige wissen es vielleicht, ich habe so eine HTC Vive und ich wollte das jetzt einfach mal ausprobieren. Ihr müsst das sehen als Test, ob alles mit dem Sound funktioniert, ob mein PC das überhaupt hinbekommt aufzunehmen, während ich VR spiele. Kann nämlich sein, dass das jetzt alles rumlaggt und keine Ahnung. Und ja, wir spielen Portal in Aperture Laboratories und zwar haben da so Fans ein Spiel gemacht und das nennt sich, ich weiß es gar nicht, ich glaube, das steht da gleich nochmal da, Portal Stories VR. Und das spielen wir heute. Ja, hi. If you're hearing this message, you have been selected and revived to take part in the Aperture Science Virtual Reality Testing Initiative. Das freut mich. Before the exercise can begin, you will need to complete the Virtual Reality Headset Calibration Course and determine your ability or lack thereof to move. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, engage your atrophied neck muscles and look up at the ceiling. Okay. Ja, ich guck nach oben. Ich kann nach oben. Ich kann alles. Turn around and face the server farm behind you. Okay. Geh auch hin. Good. These servers are responsible for running the infinite, intricately detailed virtual worlds in which you will be free to explore. To maintain a steady, immersive virtual reality experience, the servers are permanently cooled to a pleasant warning. Servers at 500 Kelvin. Fire detected in Aperture Science Virtual Reality Server Farm. Oh nein! Please ignore the uncontrollable inferno raging in front of you. Die Server geht kaputt. Important and is not part of the test. Na dann. An Aperture Science Emergency Rapid Fire Response Team has been notified. Approximate arrival in 5 minutes and 30 years. Remain calm. Do not look at the fire and turn around again. Ja, alles gut. Good. Ich guck vom Feuer weg, alles cool. When you hear the buzzer, press the red button on your Aperture Science Instant Teleportation Device. Das müsste das hier sein. Okay, also drücken und aim, um zu teleportieren. Hat funktioniert. If your Aperture Science Instant Teleportation Device begins to vibrate, it may be going nuclear. Place the device on the ground and alert your nearest virtual reality nuclear supervisor. This concludes the Virtual Reality Headset Calibration Course. You are now a fully qualified Virtual Reality Interactive Engineer and may coexist peacefully with other virtual beings. Woo! Congratulations. Dankeschön. Before the Virtual Reality Exercise can begin, additional mandatory regulations require Aperture Science to remind you that under no circumstances should the headset and or the Aperture Science Instant Teleportation Device be submerged or otherwise put in liquid, being partially at no point during the exercise. Ja, also wir sind jetzt ein Portalmacher hier, ein Portalgeher. Der labert auch ein bisschen rum. Good. Beginning VR Exercise. Mein Problem ist halt momentan, dass mein Mikro hier vorne steht, deswegen seht ihr auch immer, dass ich da irgendwie hingehen will. Weil wenn ich mich jetzt natürlich irgendwo anders hindrehe, dann hört ihr mich nicht mehr. Utilizes the Aperture Science Instant Teleportation Device and the Apparatus Retrieval Tool in unison. Aim your Aperture Science Apparatus Retrieval Tool at a weighted storage cube and pull the trigger to attract the cube toward you. Okay, a Portal. Place the weighted storage cube on the button to open the exit door. Klar, krieg ich hin. Portal kennen wahrscheinlich die meisten. In Portal VR ist es halt so, dass man sich teleportieren muss, wie in jedem anderen VR-Spiel auch. Also ich kann mich hier auch ein bisschen bewegen in meinem Minizimmer. Ich weiß auch nicht, wie ich diese Chaperones hier wegbekomme. Ich glaube, die seht ihr. Also diese Linien hier an der Seite. So weit geht halt mein Zimmer. Ich habe so einen 2x2 Meter Raum nur. Und ja, egal. Wir probieren das einfach mal alles aus. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das Mikro ist. Ich glaube, ich schlage gleich das Mikro, wenn ich den Button schlage. Ja, und Portal ist halt ein... Guck, gib her hier. Dankeschön. Portal ist ein Puzzlespiel, wer es nicht weiß. Allerdings in diesem Portal-Spiel, habe ich schon in den Kommentaren gelesen von dem Spiel, hat man keine wirkliche Portal-Kanone. Das heißt, man muss die Dinger sich hier so nehmen. Oder legt man die darauf. You have proven that you can follow simple instructions. Please proceed into the Aperture Science de-atomizing particle field, where you will be transported, atom by atom, to the next stage of testing. Den nehme ich aber mit. Please keep your atoms inside the field. Nein, den will ich mitnehmen. Dankeschön. Warning, fire in virtual reality server farm spreading to VR area. If you feel a burning sensation on your back, please ignore it and continue testing. Ja, und so muss man dann hier. Due to the fusion between human and cube, teleportation while holding a cube is forbidden and is in fact illegal in 73 states. Ist das so? Ja, und so muss man dann hier halt seine komischen Rätsel lösen. Das ist alles sehr ungewohnt und es hat auch nicht so viel mit Portal zu tun, außer dass das alles halt. Da. Dass das alles halt in diesen Portal gewandt ist. 3.52 Megabytes of Science. Ja, geil. Please proceed to the exit. In der allerbeste. Wo ist das? Da. Ich will aber den Cube mitnehmen. Gib mir den Cube. Dankeschön. Der muss mit. Den nehme ich jetzt bis nach Hause. This exercise involves the material emancipation grill, which will vaporize any unauthorized material that passes through it. Okay, ja, das kennt man ja auch aus Portal. Not limited to cubes, heißt, wenn wir jetzt hier auf die andere Seite gehen. Childhood memories.
und dann den Cube mitnehmen wollen, dann geht er wahrscheinlich kaputt. Loop, ja. Da ist er RIP. Aber schon cool irgendwie so ein VR. Und ich denke mal, wenn wir uns jetzt einfach auf den Knopf hier draufstellen, dann... Ah! Auch hier ist das Mikro. Dann geht das... Ach, wir haben gar keinen Cube mehr. So, wenn wir uns da raufstellen, dann geht die Dings hier weg, die Barrikade. Oder können wir uns den Cube mitnehmen oder können wir ihn da drüben wieder hinstellen. Eigentlich ein bisschen komisch. Ich muss das mit dem Mikrofon auf jeden Fall nochmal verbessern. Nein, mein Cube! Oh. Ja, das ist halt Portal VR. Ich glaube, das sind nur 10 Rätsel. Heißt, wird auch nicht so lange gehen. Ist halt wie gesagt nur ein Test. Wenn jemand weiß, wie ich diese Dinge hier wegbekomme, dann gerne mal schreiben. Ich habe nämlich ein bisschen rumprobiert. Jetzt haben wir hier... Da, es gibt ja doch Portals. Hä? In dem Kommentar haben die gesagt, es gibt keine. Okay, wir können halt nicht selber Portals schießen, aber es gibt ja anscheinend trotzdem welche. Hä? Ach, das Portal ist wieder... Ah, okay, wir müssen den Knopf darauf legen. Bitte... Bitte verzeiht es mir, wenn ich ab und zu das Mikrofon schlage. Ich weiß halt nicht, wo das ist. Okay, jetzt bin ich hier oben. Cool. Ist schon irgendwie geil, muss ich sagen. Ja, aber ich habe probiert, die Dinge hier wegzukriegen, aber hat irgendwie nicht funktioniert. Deswegen sitzt sie jetzt da. Lebt damit, Leute. Alles nur ein Test hier, ja? Alles nur ein Test. Ich meine, wir sind ja auch eine Testperson. You may now rate the discomfort you felt while using the transportation pad. In der allerbesten. On a scale of 1 to 10, please shout out your pain rating now. Kann ich den irgendwie mitnehmen? Warte. Das ist nicht mehr hin. Unfortunately, no scientific staff were available to observe your pain rating, so it has been recorded as 0 on your behalf. Jetzt weiß ich halt gar nicht, wo ich bin. Hallo, Leute? Wo ist das Mikro? Da seid ihr, hallo, na? Dann gehen wir halt in das nächste Rätsel. Oh mein Gott, ist das alles strange. Ich brauche dringend ein neues Mikrofon. Virtual reality stability at 25%. Please observe the red hexagonal grill. This teleportation displacement field will prevent you from teleporting through it. Da können wir nicht durch teleporten. Heißt, ja, selbst wenn ich es ausprobiere, dahin zu teleporten, also ich drücke jetzt hier diesen Button, aber er geht gar nicht da drüben hin. Okay, heißt, wir müssen wahrscheinlich das Ding hier aktivieren, dann können wir da rüber. Also bisher sind die Rätsel auf jeden Fall nicht sehr schwer. Ich bin gespannt, ob die noch krasser werden. Okay, der Würfel kann da auch durch. Geil. Studies have shown that the color red is 75% deadlier. Nehme ich aber schon mit. Color in the visible spectrum, except green. Was? Rot ist die krasseste Farbe? Die gefährlichste Farbe außer grün? Krass. Ja Leute, was ist eure Lieblingsfarbe? Meine ist Türkis. This test involves both the material emancipation grill. Diese Farbe, die finde ich so geil. So ein Türkis ist richtig hübsch. Was? Ich habe nicht zugehört. Was hat er gesagt? Egal, alle Knöpfe drücken, dann passt das schon. Danke, ich habe einen Würfel. Was will ich mit diesem Würfel machen? Ich habe da drüben noch einen Knopf. Hä? So, der macht wahrscheinlich... Achso, hier, man hat ja auch immer diese Pünktchen auf dem Boden, die zeigen ja, wo es hingeht. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Portal-Ding, deswegen aktivieren wir das einfach mal. Hui, beam me up! Thank you. Sind wir hier oben. Da ist noch ein Knopf. Uff. Ah, okay, der macht, dass wir uns rüber teleporten können. Jetzt ist halt die Frage, wenn wir uns da rüber teleporten, sind wir dann drüben oder geht die Antiteleportationsbarriere da wieder an, weil wir ja dann von dem Knopf hier runtergehen? Ah, ne, es geht. Aber die Barriere ist wieder da. Aha, okay. Dann komm mal her. Was muss ich denn hier überhaupt machen? Hä, warte mal. Aua. Ah, der muss da drüben rauf. Oh, ich komme jetzt nicht mehr rüber, ne? Aber ich kann ja einfach durchlaufen. Ich glaube, ich muss einfach nur wieder nach oben. Hui. Dann mache ich das Ding hier auf, hol mir den Würfel und jetzt ist er ja quasi schon auf dieser Seite. Was ich ein bisschen blöd finde an diesem Spiel, um mal ein bisschen konstruktive Kritik dazulassen, ist, dass man mit dem Würfel sich nicht teleporten kann. Well done. Your progress was not hindered in the slightest. Wo ist denn das? Wo ist der Ausgang? Hallo? Ach, da. Schön. This exercise involves lasers and laser redirection cubes. In the event that oh, das machte ich im richtigen Spiel auch. Da kommen bestimmt. Ja, laber nicht so viel. Da kommen bestimmt auch gleich noch diese Turrets. Das finde ich cool, wenn die Turrets in diesem Spiel auch noch drin sind. Dann kann man die damit nämlich töten. Und das ist alles richtig cool. Okay, ja, ist ja klar, was wir hier machen müssen. Wir müssen einfach den Würfel da reinknuddeln. Und dann. Ja, macht er hier da Laser rein und da Laser raus, weil das ist Physik und so mit Spektrumlehre und so ein Scheiß. Ihr wisst Bescheid.
Ah, wir brauchen den... Warte, wir brauchen einen Cube da drüben? Was macht denn das Ding überhaupt? Hä? War hier eben noch eine Barriere? Warte, das muss ich mal kurz... Ah, okay, da ist so eine Teleportationsbarriere. Geht das auch von hier? Ja. Jetzt kommen wir da auf jeden Fall rüber. Und jetzt können wir, glaube ich, den Würfel einfach von drüben wieder nehmen, oder? Ja, wow, ich bin der Allerschlauste. Was ich auch doof finde, man kann hier halt den Cube nehmen, aber ich kann ihn jetzt nicht mit Schwung irgendwie wegschicken, sondern der fällt einfach so auf den Boden. Das ist auch irgendwie komisch. Das heißt, man muss immer richtig nah an diesen, ja, den Würfel reintu-Digger dran stehen, damit das überhaupt alles funktioniert. Warte, Würfel, Würfel, wo bist du? Oh. Pass du alsjeblieft op met de dodelijke turrets. Indien u geen kogelvrij vest heeft meegenomen naar deze test, kunt u mogelijk problemen. Okay, das sind die Turrets. Es gibt die tatsächlich in diesem Spiel. Localization error. Please take care when interacting with deadly turrets. If you do not grab a Kevlar vest on the way in, you may experience some difficulty. Ich glaube sogar, die schießen auf einen. Hä, warte. Okay, da ist auf jeden Fall ein Würfel. Jetzt ist halt die Frage, die werden auf einen schießen. Die gucken schon so böse, weil wir können ja mal kurz runterluschen. Das sind drei Turrets, aber das ist auch das Ziel. Über denen ist irgendwie so ein Greifhaken, wenn ihr das seht. Warte, ich kann da ja hinziehen. Da, so ein Greifhaken, da auch. Vielleicht müssen die irgendwas mit denen machen. Oder wir müssen halt mit dem Laser hier arbeiten und die alle töten. Das kann auch sein. Ich glaube, ich versteck mich hier erstmal. Das ist so cool, dass man sich auch einfach hinbücken kann. Ich kann jetzt aufstehen, dann sehen sie mich wieder. Dann würden sie mich auch anschießen. Aber weil ich hier richtig schlau mich ducke, die nehme ich nicht. Okay, cool. Dann müssen wir jetzt geduckt weiterspielen. Ja, so ein Ding. Genau das, was ich eben meinte. Jetzt können wir die wahrscheinlich wieder aufstehen. Ich steck doch bei Portal. Oh, sehr schön. Jetzt können wir auch wieder aufstehen. Okay, jetzt haben wir dann noch so eine Anti-Teleportations-Dingensbums-Barriere. Geht das? Nein, Würfel, komm her! Würfel, ich brauch dich hier. Mann, oh. Komischer Würfel, ey. Das ist ein bisschen nervig mit den Teleporten tatsächlich. Hätte man einen größeren Raum, dann wäre das wahrscheinlich einfacher. So, dann müssen wir einmal darüber, wieder ganz nah an das Ding rangehen. Würfel, komm her. Und geschafft. If you were shot during this test, please try not to bleed. Nein, mein Würfel! Bullet wounds heal significantly faster. Try not to bleed, sagt sie. Okay, aber ich glaube, ich schlag mich gar nicht so schlecht. Warning. Server corruption at 90%. Neunte schon. Welcome to the advanced laser redirection test. This is very similar to the last laser test. Only harder. Only harder. Okay, also wieder Laser. Heißt, wir brauchen irgendwo so einen Laser. Ab den her, den kriegen wir wahrscheinlich hier unten. Achtung, da fällt nämlich was schon unten runter. Nicht, dass du dir deinen Kopf wehtust, wie das da steht. Aua. Mikro, du stehst im Weg. Warum stehst du immer im Weg, Mikro? So, der ist jetzt hier unten. Ich denke mal, wir brauchen den einfach da oben. Weil hier war ja Laser. Also, wo war der Knopf? Der. Huch. Nein, bleib hier. Bleib hier, du kleiner Würfel. Danke. Jetzt die Frage, wo müssen wir denn damit hin? Achso, einfach drüben hin. Das ist ja einfach. Das kriegt sogar mein Gehirn hin. So. Und jetzt? Was hat er jetzt gemacht? Können wir da rüber? Konnten wir das eben noch nicht? Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich bräuchte halt noch einen Würfel. Da drüben, da ist noch so ein Laserding. Aber. Da weiß ich jetzt aber nicht, was ich machen soll. Wenn ich den nehme, dann ist der Laser ja wieder weg. Hä? Also ich brauche auf jeden Fall hier da drüben einen Block und aber auch hier. Weil der muss da auf jeden Fall darüber schießen. Aha, mal gucken, was er macht. Der macht hier das Ding auf. Ach, da kriegt man noch einen Würfel. Okay, dann ist ja alles easy. So, jetzt müssen wir da wieder hoch. Heißt... Würfel einmal hier hin. Aktivieren das Ding, geht nach oben. Geht auf die andere Seite. Und da ist schon unser Würfel. Und damit machen wir das Ding einfach auf. Und das war's dann, glaube ich, schon, oder? Na, noch nicht ganz. Wir müssen nochmal einen Würfel holen. Komm her. Hier kommt ein kleiner Würfel. Na, ja. Bist du noch bei? Ja, danke. Well done, und Würfel ist wie ein guter Hund. Immer an deiner Seite. If you solved this test accidentally, you are advised to attend the Aperture Science Advanced Laser Redirection Seminar. Hier, ich bin der Allerbeste. Ich hab das wieder hier geschafft. Sieht aber auch tatsächlich gut aus, muss ich sagen. Dafür, dass es ein Fangame ist. Final test. You must now use all of the skills you have learned so far. If you cannot remember any of the skills you have learned so far, this test may be particularly challenging. Also wenn ich nicht Warning.
Thermal sensors indicate that the fire is beginning to melt your skin. Remain calm. The faster you solve this test, the faster you can return to the real world and preserve what remaining flesh you still have. Wenn ich nicht wüsste, dass es ein Fangame ist, dann hätte ich wirklich gedacht, dass das von den offiziellen Machern ist. Wollen die, die haben die Stimme und sowas ja auch super. Oh, okay. Die haben die Stimme auch super gut hinbekommen. Wieso ist da so ein Viech? Okay, ich habe gar keinen Plan, was ich machen soll. Ich kann hier oben mich hin teleporten, dann komme ich halt nicht weiter. Ey, jetzt ist das wieder weg? War da oben nicht eben noch... Ach, ich stehe jetzt hier auf dem Ding drauf. Genau, okay, also da kommen wir nicht lang. Das heißt, hier unten brauchen wir auf jeden Fall irgendwo einen Würfel her. Da drüben gibt's Würfel. Vielleicht. Schießt irgendwas auf mich? Nee, die sind da oben, ne? Okay. So, Würfel. Ein ganz normaler Würfel, aha. Den kriegen wir da durch, wenn wir uns hier raufstellen, ja. So, da kommen wir her. Dann gehen wir nach oben. Dann holen wir uns den Würfel. Nee, warte, der muss da unten drauf, ne? Ja, dann geh halt da rauf. Weil der macht ja angeblich auch da oben das Ding weg. So, jetzt können wir uns da hin teleportieren. Jo, okay, ich will bitte nicht sterben, danke. Den Würfel kriegen wir da, glaube ich, nie mehr raus. Heißt, das ist... Drüben waren wir noch nie, ne? Da müssen wir dann an sich ein Laserwürfel bekommen, weil sonst... Ja, okay. Sonst weiß ich nicht, was wir machen müssen. Waren die jetzt auf der linken oder rechten Seite? Oh, what? Das ist gut, da abgeschossen zu werden. Dann gib mir den Würfel da drin. Ja. Okay, diese Mechanik ist auch sehr komisch. Ja, nice, das gefällt mir gut. Und wir machen jetzt was? Ah, vielleicht einfach mal den Laser da an. Ich sehe doch den Laser. Zack. Dann machen wir den nur noch hier drüben. Irgendwie, verdammt. Nein, ich komme hier halt auch nicht mehr raus. Ja, da habe ich mir jetzt alles kaputt gemacht. Scheiße, Leute. Leute, ich kann den Würfel nicht holen. Das ist jetzt natürlich, und ich komme ja auch nicht raus, weil ich mich nicht raus teleporten kann. Rausgucke? Ah, okay, das geht. Du musst einfach nur rausgucken und dann kannst du dich dahin teleporten. Okay, warte, wir brauchen den, aua, den da drüben. Sonst kriege ich den nicht mehr gefasst. Da, und da, du, komm her. Und dann legen wir den da rauf. Und wir haben das Spiel durchgespielt. The final test. Ja. You have proven yourself to be a worthy candidate for future virtual reality testing. Das ist toll. Ja, das Spiel gibt's umsonst, falls ihr es spielen wollt. Ich glaube aber, das war's jetzt auch schon. Ja. Neue Map. Virtual Reality Hub at 7% structural integrity. Welcome back, Future Starter. Thank you for completing the VR training course. You have been in virtual reality for 2056 days. Oh, das geht ja noch. Alter, diese Lichteffekte hier sind ja richtig krass. Please look up at the ceiling, as you are about to be killed by falling debris. Nein. Ich will nicht sterben. Was? Oh mein Gott, da kommt ein guter Auge! Wow. Welcome back, Future Starter. Ja, hi. And congratulations on completing the ancillary psychological evaluation course. Dankeschön. You are in fact not dead, and your friends and loved ones may still be alive. May. Danke. Das ist toll. If you wish to continue the virtual reality experience, you may enter the portal on the floor in front of you. This will initiate the vintage 1952 elevator experience. Ach, nö. Room sensors indicate that the virtual reality hub is still on fire. Please proceed to your nearest emergency exit by following these few simple directions. Take the exit door on your right, and then proceed down the corridor. Gut, gehen wir mal in den Elevator. Mal gucken, was passiert. Door, ignore it. Alter, jetzt sind wir in einem Elevator drin. Wer hätte es denn gedacht? Okay, das fühlt sich aber komisch an. Hä? An sich, ich bewege mich ja nicht, aber hier... Hallo? Hallo? Oh, what? Ey, das ist doch eine Portal-Kanone, oder? Das sieht mega gut aus. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei euch aussieht. Das sieht wahrscheinlich richtig schlecht aus, richtig schlecht designt und so. Aber wie ich das gerade sehe, sieht das mega gut aus. Auch mit dem Ding da vorne. Einfach so eine Büroklammer. Voll witzig. Oh, hier kann ich mich auch nicht bewegen, tatsächlich. Kann auch nichts nehmen oder so. The Aperture Science Innovators Suspended Testing Sphere.
Ist schon cool. Ja gut, aber das war's dann, glaube ich, mit diesem Spiel. Es gibt's, wie gesagt, kostenlos. Ihr müsst nur Portal 2 haben, was es andauernd für einen Euro gibt oder sowas, glaube ich. Und wer das bis jetzt noch nicht hat, selbst schuld. Portal 2 ist ein richtig gutes Spiel. Ja, ein bisschen schade, dass es hier keine Portals gibt, aber ich glaube, das wäre auch einfach nur behindert in der VR-Brille drin. Dann wird man einfach kotzen, glaube ich. Wenn man da so rumjumpen könnte und so, wie bei normalen Portal. Ja, und das war eigentlich nur ein Test. Ich hoffe, das hat alles so funktioniert, wie ich das wollte. Und ja, vielleicht kommen jetzt in Zukunft öfters mal VR-Dinger. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Ich glaube, ich fahre hier nur noch runter. Und wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, noch ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Pow, 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 pow. Ich mache alles kaputt.